Sie kennen sicherlich dieses Waschmittel, wo in der Fernsehwerbung immer so kuschelige Schäfchen mit treuherzigem Blick kuschelweich durch das Bild springen und so treuherzig schauen. Und wenn Sie dann Ihrerseits diesem Waschmittel die Treue halten, dann können Sie immer sowas ausschneiden. Wenn Sie dann einmal von der 1,8 Kilo Packung was ausschneiden und von der kleinen Packung auch noch und das irgendwie zusammen, dann bekommen Sie eine Treueprämie von einer Mark. Und jetzt sitzt hier Detlef Much und der behauptet, er hat 580.000 solcher Coupons ausgeschnitten und ist demzufolge zu dieser Firma hingegangen und hat gesagt, wo ist das Geld? Haben Sie es bekommen oder nicht? Nein, kein Pfennig bis jetzt. Warum nicht? Die Firma hat gesagt, die Dinger wären falsch. Ganz einfach so. Nun ist es ja auch durchaus ungewöhnlich, 580.000 dieser Coupons zu sammeln. Und da Sie sie von zwei Packungen brauchten, ist es sogar mehr als 1 Million. Wie geht denn das überhaupt? Die Aktion lief 3 Jahre fast. Und wir haben ungefähr 18, 19 Monate gesammelt. Und wenn man mal so durch die Straßen geht beim Sperrmüll, da stehen eine Menge Kartons draußen. Und da fällt einiges ab. Haben Sie das denn allein gesammelt? Nein, ich habe es nicht allein gesammelt. So ein Stab von 4 Mann war fest. Ja. Und einige andere Leute. Also, ich habe da mal eine kleine Rechnung mit zugegebenermaßen mit Hilfe meines Taschenrechners gemacht. 18 Monate haben Sie gesammelt. Das sind umgerechnet 13.000 Stunden. 580.000 Coupons habe ich demzufolge durch die 13.000 geteilt. Pro Stunde haben Sie demzufolge knapp 50 Coupons gesammelt. Zu 5 Leuten. Also jeder 10 Coupons. Stück. Sie müssen aber die 1,5 Jahre Tag und Nacht gesammelt haben und alle 6 Minuten müssen Sie irgendwo einen gefunden haben. Das ist schwierig. Ja, wenn man es auf die 5 Leute sieht, ist das etwas schwieriger. Wenn man denn die Leute kennt, auch wieder welche, die wurden dann gefragt, ob die welche haben wollten oder welche haben, die sie abgeben können. Und dann hat sich das so halt zusammengesammelt. Ja. Wenn man zum Beispiel mal durch eine Großstadt geht wie Düsseldorf, ich wohne in der Nähe von Düsseldorf, da kann man eine Menge sehen, was draußen steht. Da kann man in einer Stunde schon so um die 20, 25 Stück bekommen. Tatsächlich? Ja, das geht. Und dann sind Sie auf den Müllkippen auch gewartet und... Also auf Müllkippen hat man Schwierigkeiten reinzukommen. Da ist also auch wenig zu finden, weil da sind die Packungen meistens beschädigt, kaputt, defekt. Aber auf dem Sperrmüll, da wird meistens Zeitung und alles Altpapier wird reingetan. Wollen Sie denn das Geld für sich? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte einen kleinen Teil für mich. Das Größte sollte gespendet werden. Wie ist denn das mit dem Falsch? Worauf bezieht man sich denn, dass die falsch sein sollen? Also ich meine, man muss das doch feststellen können. Soweit ich weiß, ist die Drucktechnik soll anders sein, Farbe, Material, ich weiß es nicht genau. Ein Gutachten habe ich noch keins gesehen bis jetzt. Die Firma weist darauf hin, dass in jedem Fall dieser Treuerabatt ja nur ausgezahlt wird, wenn Sie tatsächlich auch das Waschmittel gekauft haben. Und das haben Sie ja nicht. Da gibt es einige Möglichkeiten, rechtliche, das wieder umzuändern. Die kann ich jetzt nicht ganz genau darlegen, weil ich selbst nicht weiß, aber es gibt Möglichkeiten. Halt, wenn jemand die Sache jetzt wegschmeißt, ne, und ein anderer hebt es auf, dann gehört das einem. Ja? Wann wird denn das Ganze jetzt entschieden? Ja, wenn ich das wüsste, dann wäre ich selbst weiter. Man muss dazu sagen, Sie sind im Grunde ja mittlerweile sogar zum Angeklagten geworden, weil Sie wegen Betruges verklagt worden sind. Ja, stimmt. Das läuft ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Ja. Wir wollen der Fairness halber auch, die Firma hat gesagt, sie wolle, weil es ein schwebendes Verfahren ist, sie jetzt keinen hinschicken. Die stellen darauf ab, dass also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit es sich nicht um die Originalabschnitte handelt und dass also Druckfarbe, Drucktechnik etc. nicht ganz in Ordnung sein. Wird ein Gutachten beigelegt, dass die Wachskaschierung beispielsweise fehlen würde. Das heißt, es ist schon eine spannende Geschichte. Entweder, muss man mal so sagen, sind Sie ein Riesenbetrüger oder Sie müssten es eigentlich kriegen. Ja. Ja, und das wissen wir aber nicht. Wissen wir, ja, es ist schade, dass man nicht weiß, was man von diesem netten jungen Mann nun eigentlich zu halten hat. Aber ich schlage vor, wir fassen uns da in Geduld und warten das Ergebnis ab. Es wird zwar noch ein paar Monate dauern, aber... Ja, schätze ich schon. Kann man Ihnen in der Zwischenzeit aushelfen oder haben Sie noch ein geregeltes Einkommen? Ich habe kein geregeltes Einkommen. Ja. Würden Sie sowas denn nochmal machen oder... Nee, jetzt ist genug gesammelt. Schon? Ich würde sowas nochmal machen, ja. Was sagen denn Ihre Freunde dazu? Die werden auch nicht begeistert sein, ne? Die wollten ausgezahlt werden wahrscheinlich dann, ne? Ja, die sind nicht gerade begeistert, aber... Gut. Halt warten, was man also ich kann Ihnen jetzt kein Glück wünschen, sondern wir warten ab, was sich da tut und je nachdem hören Sie noch mal von uns. Und sonst müssen wir sagen, oh, erinnern Sie sich an diesen jungen Mann, ganz böse, derweil im Gefängnis. Was wäre das nächste Gefängnis bei Ihnen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kriegen wir dann raus. Ja. Okay. Jedenfalls danke mal fürs Kommen. Ja. Und